Und damit herzlich willkommen zurück in der Dunkelkammer. Ja, jetzt versuchen wir Mr. Jefferson. Dann hoffe ich, dass wir den irgendwie ablenken können. Upala. So, ansehen. I have all those photos in my diary. This could be a way out. There's only one way around this. Okay. Wait! Please, Mr. Jefferson. Max, I would love to talk shop, but I really need to go over these pictures. Especially while they're fresh in my mind. I think our session is a career high for me. Ich glaube, das war dein letztes. Zeigen Sie mir die Fotos, was werden Sie tun? Lassen Sie mich gehen. Natürlich wollen wir das Tagebuch, aber zeigen Sie mir bitte die Fotos. Could you show me the photos? That's the first time one of my models down here has asked me that. Of course you would. But I love that the last thing you'll ever see is yourself through my camera eye. Too perfect. Wir können uns wenigstens die Fotos mal anschauen. So. You better ask him something else. Ach Mann, ich hab gedacht, er zeigt uns jetzt die Fotos. Schade. Es hätte mich echt interessiert, was der da für Fotos geschossen hat. Okay, noch weiter zurück. Noch weiter zurück. Diese Stimmen im Hintergrund. Okay. Okay. Ey, stopp! Please, Mr. Jefferson. Stopp, stopp, stopp. I would love to talk shop, but I really need to go over these pictures, especially while they're fresh in my mind. Jo. I think our session was a career high for me. Wie gesagt, es war dein letztes Shooting. Mein Tagebuch, bitte. You still have my diary. Don't worry. Nobody's going to read it. Thanks for reminding me. There's nothing more innocent than a teenager's diary. Darf ich das bitte? Look at your selfies. What a waste of talent. Look at that shot, Max. You can do so much better. Okay, von wann ist dieses Foto? So, die Musik setzt wieder ein. Okay, was hat uns hier hingeschmissen? I could go all the way back to the moment this all started. Max, this could be your chance to fix everything. For good. Ich bin gespannt, was wir durch das gerade biegen alles krumm stellen. Das haben wir ja schon gemerkt, dass wenn wir das eine vielleicht zum Guten ändern, das nicht heißt, dass dadurch alles besser wird. I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. Shh, shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. Dieser Arsch. I'm back. Right back where I started this insane week. Wir müssen auf Toilette. And nobody is going to hurt Chloe ever again. The portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Wir können aber, glaube ich, nicht raus. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Nicht einfangen. I'm not into capturing your interest. That's kind of sick, isn't it? I guess somebody hasn't had their coffee. Do you want to try again? Okay, okay, the Daguerrean process. Blah, blah, blah. So, Victoria, huh? Let's move on.
Anyway, so the Daguerrean process made portraiture quite popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn Chloe more when you finish reading the assigned chapters. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes. To change time. The winner to San Francisco, where you'll be feted by the first. Let's make it real easy to capture Mark Jefferson. And Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Bastard. I have to warn David about Jefferson and the Dark Room. Okay. Ich glaube, hier ist noch alles beim Alten. Did you know someday your pictures would actually alter time and space? Oh ja, was haben wir hier für Notizen? I hope you still love photography when this is done. Ich hoffe Don't doch. Don't confuse the art with the artist. Okay. All I need is David's number, and Jefferson is one text closer to life without parole. Ich hoffe doch. This diary literally saved my life. Und unsere Tasche. I should be able to track down David's number from the school pamphlet. Okay. Blackwell Academy 1910. Seit über einem Jahrhundert ist die Blackwell Academy eine akademische Oase für Kunst und Wissenschaft mit vielfältigen Schülern aus aller Welt, die die Welt und ihre Gemeinschaft verändern wollen. Siehe Innenteil für weitere Informationen über uns, Zulassungen, Leben auf dem Campus, Kontakt. Okay. Lehrer im Rampenlicht. Mark Jefferson. Auch nachdem er sich seinen Weg in der Modefotografie der 90er gebahnt hatte, war Mark Jefferson stets bewusst, dass er seine Vision teilen und andere inspirieren wollte. Nach der Jahrtausendwende unternahm er einen gut publizierten Abstecher in den Lehrerberuf im ganzen Land und nahm schlussendlich seine permanente Anstellung in der Blackwell Academy an. Mr. Jefferson, Unterricht zu Kunst und Fotografie ist eine der beliebtesten in der reichhaltigen Geschichte der Schule und seine Schüler werden zweifellos andere mit ihren eigenen Visionen inspirieren. Found you. Was für ein Arsch. David Madsen 555-630-8243. Okay. Nummer haben wir. Jetzt rufen wir David an und warnen ihn. I'm praying you'll overreact to this as much as everything else. And take Jefferson down fast. Mr. Jefferson, Sie suchen Rachel Amber. Mark Jefferson ist schuldig. Seine Dunkelkammer liegt unter der Prescott-Scheune. Sie kennen den Ort. Stoppen Sie den gefährlichen Irren. You wanted me to enter the contest, asshole. So maybe I'll be going to San Francisco. And Jefferson, you'll be going to prison. Okay. The past within the past. Am I pushing myself too hard? Ich glaube ja. Ich glaube, wir gehen hier einen Schritt zu weit. What happens to me. I have to save Chloe. Okay. Victoria. It's nice to know how you really feel. Mein Handy ist platt und mir ist langweilig. Zeit für Poesie. Warum gab ich das Wort für das Bild auf? Weil ich kacke bin. Aber Mark Jefferson ist klasse. Alle hier lieben ihn. Aber er scheint sich nur für Max C. zu interessieren. Ich will sie hassen, aber es wäre ihr egal. Neid ist eine Sünde, Vic. Krieg dich wieder ein. Achso, krieg dich wieder ein. Okay. Benutzen. I'm happy to fix it, so you'll be here to get your fancy camera, Victoria. Okay. Wir gehen trotzdem nochmal zu Kate. Und seht ihr, wie das hier draußen ausschaut? Das ist alles so verworren und wir kommen auch nicht raus. Also irgendwie trösten. Hi, Kate. Oh, hey, Max. Kate, listen to me. I am. Always remember that you're not alone. I've got your back no matter what happens. So do a lot of other people. We all care. We're all here for you. You need to know that. Max, that makes me feel so blessed for the first time this week. I don't know what to say. That's okay. Neither do I. Maybe we could both use a hug. Ich hoffe, wir können das alles irgendwie gerade biegen. You always know the right thing to do.
Wir denken, dass wir immer das Richtige wissen zu tun. So, haben wir noch eine Markierung? Oh, Rachel. I'm sorry. Ich glaube, das können wir nicht mehr gerade biegen. Also der Tod von Rachel Amber ist schon durch. Also den können wir wirklich nicht mehr ändern. So, Episode 5, Polarized. Wir brauchen Kate. Können wir sie vielleicht jetzt fotografieren? Foto, ja, tatsächlich. Lächeln. Sehr schön. Okay. Weißes Glühen. Wir haben eine Errungenschaft freigeschaltet. Sehr toll. Okay, Mr. Jefferson, es geht Ihnen jetzt an den Kragen. So, Foto geben hier. Mr. Jefferson, we need to talk. Can you see I'm talking to Mr. Jefferson now? Yes, I see. But maybe you shouldn't. And why not? Hold on, Victoria. Are you okay, Max? Nein, überhaupt nicht. I will be when Victoria understands that hiding behind a screen, posting videos of people is incredibly cruel and unfair. You're smart enough to know how easy it is to hurt somebody, to destroy their life. I just want you to think about how much it would hurt if somebody did that to you. You can always make the right choice, Victoria. I know you've got a good heart. I've seen it. Listen, I didn't... You don't have to explain. There's no reason for you to be so insecure that you can't be happy with your own talent. Wouldn't it be better to lift people up than to bring them down? You could inspire people. Okay, I don't know what you're talking about now, do I, Mr. Jefferson? I should stay out of this one, Victoria. Then I guess I'm done talking. And that's okay, too. That was kind of random, Max. What did you mean? Here's my photograph for the Everyday Heroes contest. Oh, that was easy. No. It wasn't easy at all. Well, I can't prejudge yet, but I'm very happy you decided to enter. That means a lot to me. And Blackwell, the first step for any artist is to put themselves out there in the world without fear. To be innocent. Or guilty. Thanks for the photo, and maybe both of us will be jet-setting to San Francisco this Friday. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. One of us will be going. Don't be so modest, Max. Anything can happen in a week. As you're going to find out, Mr. Jefferson. Tatsächlich ja. Mr. Jefferson ist schon ein bisschen nachdenklich geworden, denn wir wissen jetzt mehr, als er denkt. So, das sollten wir trotzdem verhindert haben. Genau, das ist so geblieben, da hat sich nichts geändert. Hier dürfte sich auch nichts geändert haben. Genau, das ist immer noch genauso. Hieran dürfte sich eigentlich auch nichts geändert haben. Ah doch, sie haben die Dunkelkammer. Ah, sehr gut. Ja! Ich glaube, wir haben es gerade gebogen, Leute. Das dürfte auch nie passiert sein. Rachel Amber wurde gefunden. Und hieran hat sich auch nichts geändert. Und das ist auch nie eingetroffen. Aber das Spiel darf jetzt nicht vorbei sein. Das ist auch niemals eingetroffen. Denn dann wäre es wirklich eine sehr, sehr kurze Episode. Wow. Okay, wir haben jetzt einen Zeitsprung gemacht. Okay. You're okay, Max. You're safe. On a plane. Ist das der Direktor? Ja. I hope I did everything right this time. Örtlicher Lehrer verhaftet. Good work, David. Sehr gut.
Rechner und Nachrichten checken. Du bist genial, Max. Ich bin so stolz auf meinen Superstar. Oh, you're alive. Chloe lebt. Oh, you're alive. I did it. Haben wir jetzt tatsächlich alles geschafft? Wowzer. Aber was ist mit dem Sturm? Okay. Wir schauen mal aus dem Fenster. It's so weird to be in between realities. Everything is out of focus and in the distance. Okay. Trotzdem muss ich sagen, ist ja alles so ein bisschen verschwommen, so surreal. Wisst ihr, was ich meine? Hier hinten dieser Nebel da vorne. Okay, das können wir hier benutzen. We're almost in San Francisco. I'm so stressed, but I'm so excited too. Okay, was haben wir hier? Eine Zeitschrift. I have to admit, I love being called an artist. Okay. Die Galerie Zeitgeist präsentiert Helden des Alltags. Ausstellung und Künstlerempfang. Okay, hier können wir uns noch die Zeitung anschauen. The beginning of the end for Jefferson and the Prescotts. Two Moon Diner. Inmitten all des Umweltchaos in Arcadia Bay, wie Schneefall außerhalb der Saison und gestrandete Wale, berichten Einwohner gestern Abend gegen 20 Uhr zwei Vollmonde gesehen zu haben. Zeugen geben an, dass die doppelten Monde klar am Nachthimmel zu erkennen waren, bis nach kurzer Zeit Wolken aufzogen. Das Ausbleiben von Video- und Bildaufnahmen veranlasst örtliche Meteorologen zu der Annahme, dass die Vorstellungskraft aufgrund des neuen Öko-Chaos übersteuert. Blackwells Sicherheitschef entdeckt Bunker und Skandal. Im Verlauf der Untersuchungen diverser Hinweise von David Madsen, Sicherheitschef an der Blackwell Academy, fand die Polizei am Dienstag eine bizarre Kammer im Untergrund, die angeblich von Lehrer Mark Jefferson und Schüler Nathan Prescott benutzt wurde, um junge Frauen unter Drogen zu setzen, zu entführen und zu fotografieren. Obwohl an den Opfern keine weiteren Anzeichen physischer oder sexueller Gewalt festgestellt wurde, schockierten diese Enthüllungen das beschauliche Städtchen Arcadia Bay. Selbst gegen Sean Prescott, einflussreichster Geschäftsmann der Umgebung, wird jetzt wegen seiner Rolle als Besitzer der Scheune, unter der sich die Hightech-Dunkelkammer befand, ermittelt. Wird auf der nächsten Seite fortgesetzt. Okay, Bildschirm. Oh, I haven't seen Hot Dog Man in forever. Chloe and I used to totally play the video game and watch him all the time when we were innocent. Als wir unschuldig waren. Okay. We're starting our descent in a few minutes. It's a beautiful day in San Francisco with clear skies and cool 60 degrees. We hope you enjoyed your trip and we thank you very much for choosing Pacific West Air. Come fly with us anytime. I don't think so. I'm hoping these airline seats get smaller so I won't have to fly at all anymore. Director Wells, this is a lot. How did you sleep? Hope I wasn't snoring out loud, Max. Just a bit. It's been a tough week at Blackwell. So I hope you'll forgive me. Between Mr. Jefferson and Prescott's, things have been hectic, to say the least. I totally get it, Principal Wells. That's a smart way of telling me to stop whining. We are proud of you for representing Blackwell at the Everyday Heroes Contest. I know I'm not exactly the guide you wanted in San Francisco, but we all want you to have a great experience here. I already am, and we're not even there. Oh, Christ. Another nosebleed? Fuck. Max, you're not just screwing around with time. Ist das ein Zeitsprung? Nein. Ich glaube, das wäre jetzt zur gleichen Zeit passiert. Die Erinnerung oder diese Realität wurde jetzt auch ausgelöscht. Okay, jetzt sind wir in San Francisco angekommen.
Zeitgeist Gallery. Everyday Heroes. Helden des Alltags. Das sind anscheinend die ganzen Siegerfotos, die eingereicht wurden von den verschiedenen Schulen. Sehr schönes Outfit, Max. Muss man ja auch mal erwähnen. San Francisco is so cool. And this gallery is huge. So is the buffet. If an event skimps on the food, you know it's a bad event. As long as I don't have to eat any caviar. This is your day, Max. You can do whatever you want. I hope you take advantage of your status and talk to as many influential people here as possible. Work the room. I don't know. I feel so weird, like I'm a little kid hanging with the adults. Max, after this week, you are certainly not a little kid anymore. In fact, you're a noteworthy adult being honored by your peers. Now you have to start acting like the photographer you want to be. Hell, I wanted to be in charge of a big school someday. So I started taking charge of things when I was young. Ask my poor classmates. Max, I'm gonna eat up that caviar so you don't have to. Better get in there and start schmoozing. You know, I won't always be here to take charge. But you come talk to me whenever you want. Come on, Max. After everything that's happened, this should be the least scary thing you've ever done. So, Direktor Wells nimmt uns den Kaviar ab. Das ist sehr nett von ihm. You did it. Somehow. I went from the dark room to this gallery. I've been through so many realities in one week. Life is weird. Life is strange. Hätte jetzt vielleicht besser gepasst, aber ich glaube, da ganz genau das wollen sie ja nicht sagen. So, ich will jetzt hier die Zeitgeistgalerie mit draufkriegen. So. Denn damit damit verabschiede ich mich aus dieser sehr interessanten Folge. Wir haben die Zukunft, die Gegenwart und die Vergangenheit geändert. Ich hoffe, dass es uns nicht zum Verhängnis wird. Be cool, Max. Smile and don't say anything stupid. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Life is weird. Ciao. That's Rachel Amber. Something happened to her. The town is going to get wiped out by a tornado. That's only 4 days away. What the hell is this?